Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Notizhefte. Mein Name ist Norman Weiß und ich freue mich, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es endlich wieder ein neues Video auf diesem Kanal. Ich weiß, es ist schon eine Weile her, aber familiäre Pflichten haben mich abgehalten, Videos zu drehen, zu schneiden, hochzuladen, ja, sogar in Teilen vom Lesen abgehalten, und deswegen hat es eben ein bisschen gedauert. Heute Neuzugänge-Video für den Monat März. Lange habe ich gedacht, ich würde gar kein Video drehen, weil ich nämlich ziemlich lange gar kein Buch gekauft habe. Und dann ging es aber doch los und ich habe mir jetzt auch was überlegt, wie wir also ein Video zu diesem Thema machen können, obwohl es am Ende gar nicht so viele Bücher geworden sind. Buch Nummer 1 ist dieses hier. Die Leben des Jakob von Christoph Boltanski. Ein relativ schmaler Roman, keine 200 Seiten. 2021 im Original erschien die deutsche Übersetzung, dann 2023. Tag für Tag lässt Jakob Pschiri sich in einem Fotoautomaten ablichten. Jeder Bilderstreifen seines Albums der Jahre 1973 bis 1974 zeigt ihn in neuer Verkleidung. Im Anzug oder im lässigen Hemd, in Fluguniform oder als Elvis-Imitator. Als Christoph Boltanski der Flohmarktfund in die Hände fällt, ist er fasziniert. Wer war dieser Mann? Und wozu dienten diese Aufnahmen, auf deren Rückseiten Boltanski zahlreiche Adressen und kleine handgeschriebene Botschaften entdeckt? Erwartungsvoll begibt er sich auf die Spur des geheimnisvollen Unbekannten und reist von Paris über Rom und Marseille bis nach Djerba und zu den Rändern der israelischen Negev-Wüste. Schritt für Schritt fügt er eine schier unglaubliche Biografie zusammen, in der sich Kriegs- und Exilerfahrungen mit künstlerischen Ambitionen und dem Zerfall einer ganzen Familie vermischen. Am Ende steht, seltsam vertraut, ein Mann, der sich erst mit dem Tod aussöhnen muss, um im Leben anzukommen. Und das fand ich so interessant, dass dieses Buch dasjenige war, das ich im März als erstes gekauft habe. Und lange, lange Zeit sah es so aus, als würde dieses Buch tatsächlich das einzige bleiben. Am Ende ist es dann doch anders gekommen, weil nämlich ein Buch, das ich bestellt hatte, Babel, An Arcane History von A.F. Kuang, das ist dann doch noch im März ausgeliefert worden. Irgendwie war das nicht lieferbar und zog sich hin und zog sich hin, und ich dachte schon, es kommt gar nicht oder wenn, dann doch erst im April, aber nein, es ist im März da gewesen, sodass ich zwei Bücher hatte. Bei diesem Buch geht es um Oxford. Oxford im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, und zwar um Übersetzungen. Und diese fiktive Geschichte geht der Frage nach, inwieweit in diesem Babel Tower Übersetzungen vom britischen Empire als Herrschaftsinstrument genutzt werden, insbesondere gegenüber China, das ja im 19. Jahrhundert sukzessive vom Westen beeinflusst und niedergerungen wird. Ein Trauma, das die heutige Führung ja nach wie vor um- und antreibt. Und hier wird sozusagen gesucht, was ist eigentlich der Ursprung, welche Rolle spielt Sprache dabei und wie wirkt sich die Instrumentalisierung einer Wissenschaftsinstitution auf diese Fragen aus. Das klingt gut. Im englischsprachigen BookTube wurde dieses Buch mehrfach sehr positiv erwähnt. Inzwischen ist es, glaube ich, auch auf Deutsch erschienen, aber ich hatte mich dann für das Original entschieden und jetzt ist es halt da als Buch Nummer 2 aus dem März. Bei dieser Gelegenheit habe ich mir überlegt, schaue ich auch mal zurück auf die Bücher, die ich in den beiden Vormonaten gekauft habe. Denn das waren 7 im Januar und
4 im Februar und dann eben 2 im März. Also 7 plus 4 plus 2 gleich 13. Und von diesen 13 Büchern habe ich 6 gelesen. Und zwar 6 aus dem Monat Januar, die sukzessive in den ersten 3 Monaten gelesen wurden. Übrig geblieben aus dem Januar ist dieses Sachbuch Karl Jaspers Die Schuldfrage. Ein schmaler, einflussreicher, wichtiger Text, für den mir die Muße bislang gefehlt hat. Die Frage ist ja, gibt es eine Kollektivschuld? Daher gilt für uns, für den Einzelnen, wir wollen nicht so leicht uns unschuldig fühlen, uns nicht bemitleiden als Opfer eines Verhängnisses, wollen nicht Belobigung erwarten für Leiden, sondern uns selbst fragen, uns unerbittlich durchleuchten. Wo habe ich falsch gefühlt, falsch gedacht, falsch gehandelt? Wollen die Schuld möglichst weitgehend bei uns suchen und nicht in den Dingen und nicht bei den anderen, wollen nicht ausweichen in die Not. Und dieser Text hat in der Nachkriegszeit natürlich für Aufsehen gesorgt und ich fand, es sei an der Zeit, ihn einmal zu lesen. Allerdings ist es eben nicht im ersten Quartal des Jahres geschehen. Dieses Buch ist also übrig geblieben, genauso wie alle 4 Titel aus dem Februar. Before the Coffee Gets Cold von Toshikazu Kawaguchi, Samson und Nadjeschda von Andrei Kurow, Ariadne von Jennifer Saint und last not least die Nacherzählung von Tristan und Isolde aus der Feder von Günther de Bruijn. Das sind die 4 Titel dieses Monats, sodass also 4 plus 1, 5 und die 2 neuen 7 übrig sind. Das ist eigentlich eine ganz gute Quote. Ja, fast die Hälfte geschafft. Und jetzt sind also ein Sachbuch und 6 belletristische Werke übrig geblieben, teils englischsprachig, teils in deutscher Übersetzung, teils original auf Deutsch erschienen. Eine interessante Zusammenstellung und ich überlege natürlich noch, was davon jetzt im verbleibenden April noch gelesen werden kann. Denn heute ist der 10. April, Ostermontag, abends und ich nutze die Gelegenheit, dieses Video zu drehen, um eben ein Lebenszeichen und ja, eine Berichterstattung über die Entwicklung der letzten Zeit zu geben. Tatsächlich erwäge ich als nächstes dieses Buch zu lesen. Erstens natürlich, weil es nicht so dick ist und zweitens, weil ich glaube, dass dies tatsächlich eine interessante Lektüre sein wird. Und außerdem habe ich viel zu wenig Bücher aus dem asiatischen Raum gelesen, sodass dieses also auch ein Desiderat ist und sich ja vielleicht tatsächlich so erfüllen kann. Ein Lesemonat, der mit einer schmalen Erwerbungsbasis März begonnen hat, aber durch den Einbezug der Restanten aus den anderen Monaten des ersten Quartals doch eine schöne Informationsbasis bietet für das Weitere, was da an Lesestoff kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich schneller als in den letzten Wochen wieder bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.